Bună ziua, ambasadorul României la București este în studioul Hot News. Mr. Ambassador, welcome to hotnews.ro. Bună ziua. This is my first question. During the last month, the relation between the German and the Romanian governments was quite tensioned because of the political crisis. Is the German federal government still preoccupied about the state of law here in Romania? Ich glaube, die Antwort ist ziemlich einfach. Rumänien hat uns, die rumänische Regierung hat uns ihre Position erklärt. Wir haben unsere Besorgnis geäußert. Und inzwischen, wie wir alle wissen, ist ja die rumänische Regierung dabei, die Belastungspunkte von Herrn Barroso abzuarbeiten. Und Herr Corlazian hat vor einigen Tagen einen sehr erfolgreichen Besuch in Berlin gemacht und ich glaube, wir sind auf dem Wege der Besserung. One month ago you warned about Romania's need to regain its lost political and economical confidence in the markets. Do you think Romania is now, after a month, in the same position? How do you see the process? Also der Prozess ist im Gange. Ob man schon die auf demselben Vertrauenslevel ist, wie sagen wir mal Anfang des Jahres, vermag ich noch nicht zu sagen. Da müsste man mal in die Firmen hineinhorchen. Speaking about Romania's progresses, what's your view about the Romanian Parliament decision to set up a committee in order to analyze the activity of the prosecutors involved in the referendum file? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das unter im deutschen System so möglich wäre. Aber da würde ich auch gerne mal das Ergebnis abwarten. How do you assess the work of the Romanian authorities in the field of justice? Ich glaube, Rumänien hat in den letzten Jahren große Fortschritte bei der Modernisierung seines Justizsystems gemacht. Und ich glaube, nach meinen Kontakten mit der neuen Regierung ist es so, dass die neue Regierung diese Reformbemühungen fortsetzen will. Und ich glaube, da ist Rumänien auf einem guten Weg. You and your government, do you really trust that the promises made by the Romanian government after seeing what happened in the last month? Ich glaube, man sollte in der Politik nie Versprechungen trauen, sondern auf die Tatsachen gucken und das tun wir auch. How the facts are looking in this field of justice in the last month? Also es hat ja bisher noch sehr wenig Regierung gegeben wegen der Krise, wegen des Referendums. Jetzt ist wieder Wahlkampf. Also wird man zu einem Assessment erst im nächsten Jahr kommen können. Aber nach dem, was die Regierung angekündigt hat, sehe ich keine Rückschritte bei der Rechtsreform. Do you think the MCV, the mechanism set up by the European Commission, should be kept for Romania next year too? Also ich habe mich dazu verschiedentlich öffentlich geäußert und ich bin der Auffassung, ja. Und zwar ganz einfach, weil es ein wichtiges Instrument, ein Hebel in der Hand derer ist, die Justizreform aktiv betreiben wollen. Und davon gibt es einige in Rumänien. In May this year, you said you didn't see any risk for a nationalist period for Romania. Do you still keep these expectations after having seen a strong anti-Occident speeches of some political leaders in the last month? Ich bleibe bei meiner Auffassung. Ich glaube, dass die Gefahren eines extremen Nationalismus, abgesehen von einigen Einzelstimmen, hier nicht existiert. And now moving to economy. What are the German companies telling you about their activity in Romania in the last half of year? Which are the main difficulties they are facing here? Ich glaube, dass die deutschen Firmen, die Business to Business machen, also die nichts mit dem Staat zu tun haben, hier sehr zufrieden sind, von den Behörden gut betreut werden, eine gute Unternehmenskultur kreieren, aber auch vorfinden und auch gute Geschäfte machen. Problematisch wird es, wenn Firmen mit dem Staat zu tun haben. Da hört man schon oft, dass die
Ausschreibungen nicht transparent genug sind und man nicht weiß, warum bestimmte Firmen Aufträge bekommen, andere nicht. Also in dem Moment, wo es um die öffentliche Hand geht, wird es etwas schwieriger. Und außerdem gibt es immer noch Fälle von unbezahlten Rechnungen des rumänischen Staates, ein Thema, an dem wir aber zusammen mit den rumänischen Behörden ständig arbeiten. Do they still have problems with the arrears? The German companies, big problems or? Es sind makroökonomisch keine großen Probleme, aber da die deutschen Firmen ja sehr oft mittelgroße Unternehmen sind, ist es etwas, was unter Umständen eine einzelne Firma bis an den Rand der Existenzvernichtung treffen kann. Are the German companies interested in the privatization program launched by the Romanian government? Also das Programm ist ja noch nicht sehr, sehr konkret. Ich glaube, bei den derzeitigen konkreten Privatisierungsvorhaben ist nur ein untergeordnetes deutsches Interesse festzustellen. Do you think Romania should keep the pace for entering the Eurozone in 2015, or is it better to slow down and just wait to see what's happening with the Euro? Also ob das Datum 2015 zu halten ist, ist die eine Frage. Die andere Frage ist, ob man deswegen jetzt sozusagen sich bequem in den Sessel zurücklehnen sollte und gar nichts tun. Ich glaube, der Euro-Beitritt ist ja auch eine enorme Reform-Incentive. Und die sollte aufrechterhalten bleiben. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Speaking about the European Union and the crisis and the response to this crisis, the answer to this crisis, which is your and your government's position towards the idea of the United States of Europe? Also, wie man das nun nennt, ein föderales Europa oder die Vereinigten Staaten von Europa, das ist eine zweite Frage. Aber ganz klar ist, wenn man eine gemeinsame Währung hat und wenn man auf dem Weltmarkt bestehen will, als ein in sich geschlossener, handlungsfähiger Wirtschaftsraum, muss man die gemeinsame Wirtschaftspolitik verstärken. Das ist die Finanzmarktpolitik, die Fiskalpolitik, aber auch eine Politik für mehr Wachstum und Arbeitsplätze. Und die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass man das nur gemeinsam machen kann. Insofern Vereinigte Staaten von Europa, ja.